Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Two Point Hospital, in unserem verrückten Krankenhaus sind wir wieder unterwegs. In der letzten Folge haben wir hier die Halle der Erleuchtung gebaut. Na, oh, da fehlt ein Arzt. Wo geht der hin? Hallo, du kannst jetzt keine Pause machen. Oh, der muss auf den Pott. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid hier bei dem bekloppten Krankenhaus. Und unsere Station haben wir eingeweiht hier. Das heißt, da werden auch die Patienten soweit behandelt. Wir haben eine Aufgabe, und zwar 25 Patienten zu heilen. Und da sind wir auf jeden Fall gut mit dabei. Mal gucken, wir haben irgendwas freigeschaltet. Ah ja, genau. Und zwar könnten wir rein theoretisch schon hier reinwechseln in das zweite Krankenhaus. Da seht ihr auch, wer das hier spielt. Der Chico spielt das, der Mario, der Dragon Master und die Melva. Und hier sind schon ein paar mehr mit dabei. Ne? Da ist noch der Cayenne ja mit dabei. Und auch der Opa Glubschauge, ne? Vielen Gruß von meiner Seite. Und ich habe gesehen, man kann hier sogar den Namen benennen. Wir können mal gucken hier, unseres Unternehmens. Ah, wollen wir mal gucken hier, was nehmen wir denn für einen dementsprechenden Namen? Ja. Ich bin sehr kreativ heute. Machen wir hier Homas Krank. Nee. Homas. Oder. Nee. Verdammt. Ach. Wisst ihr was? Gib ihr einfach einen Namen und ich pack den beim nächsten Mal rein. Der mit den meisten Nennungen oder das kreativste Ding wird ausgezeichnet. Eure Aufgabe ist einfach einen Namen für dementsprechend das Hospital von uns zu finden. Und wir schauen uns mal so ein bisschen hier an, was hier so abgeht. Hier sind die Leute der Erleuchtung. Ne? Hanitov. Ne? Da kommen die Leute mal ein bisschen. Jane Juggle. Und hier wird wieder schön an der Birne gedreht. Oha. Kopflos quasi. Erinnert mich irgendwie an Sleepy Hollow. Deluxe-Entleuchter. Okay. So, auf jeden Fall, hier haben wir auch ein paar Leute, die hier sich gesund schlafen. Bett im Gesicht haben wir ja hier. Und, wer haben wir da? Schwester Dolly. Ah, ich guck mal gerade auf die Leute. Claire Geschmäckle. Ah ja. Mal gucken, was wir hier so für Leute haben. Ach, das ist schon am Chillen hier, der Doc, ne? Genau, Dr. Hayward. So, Zeitung lesen, okay. Und auf jeden Fall haben wir eine Möglichkeit, haben wir noch weitere Zimmer zu bauen. Arztpraxis, Toiletten, Erleuchtungsklinik, nö, aktuell nichts. Wir haben mal ein bisschen Ruhe, um mal ein bisschen zu schauen hier, was wir denn so Schönes machen können. Hier haben wir die Erfrischungsgetränke, Snackautomaten. Können wir die Info mal einblenden hier. So, die Zufriedenheit sieht echt gut aus, wenn wir uns das mal anschauen. Oh, Ansehen, oh. Oh, wir kriegen eine Auszeichnung. Der Gesundheitspreis des Two Point Country geht an. Der Arzt des Jahres. Herzlich willkommen. So, und the winner ist... Öffnen. Der Arzt des Jahres. Dr. Lawrence Beach. Das ist unserer, oder? Yo, Two Point Foundation. Das bin ich. Ja. Krankenpfleger des Jahres ist... Ingrid Nerd, auch von der Two Point Foundation. Ihr könnt euer Name unseres Hospitals stehen. Der Hausmeister des Jahres ist... nein. Nicht an uns. Okay. So. Und der Assistent des Jahres... geht an Holistics. Toll. So, jetzt müssen wir aber hier Arbeitgeber des Jahres bin ich wohl. Das hoffe ich doch. Ja, Hogsport Two Point Foundation, da kriegen wir auf jeden Fall wieder einen Preis. Und keine Todesfälle, bei uns ist definitiv keiner. Ja, kopflos vielleicht, aber nicht. Und, ach, Hogsport Two Point Foundation. So, wir räumen hier ab, das sind quasi die Oscar Awards hier des Krankenhauses. Und mit dem höchsten Prestige, die Orbi-Stiftung. Na toll. Und den Patientenpreis kriegt natürlich die Orbi-Stiftung.
Naja, auf jeden Fall 4 Preise von 8 abgesahnt. Ich denke, das war eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Und wir gehen mal hier raus. Das heißt, so einige Preise haben abgesahnt, auch ein bisschen Geld bekommen, wie ihr seht. Gucken wir mal, wie zufrieden die Leute hier sind. Das sieht gut aus. Ansonsten, was haben wir hier noch? Hygiene. Oh, sieht gut aus. Guck mal, alles hier im grünen Bereich. So Paddy-mäßig. Oh, was ist mit dem los? Ist der zum Lachen im Keller oder was? Aha. So, auf jeden Fall können wir viele Sachen hier einblenden. Wir können uns mal die Übersicht einblenden hier. Oha, die Einnahmen gehen steil nach oben. Einnahmen 107.000, also wir machen richtig ordentlich Geld. Personal, Gehaltszufriedenheit, aha. Was ist mit dem hier? Personalstimmung, die Assistenten sind ein bisschen... Ja, nicht so doll drauf. Müssen wir mal gucken. Patienten. Das sieht auch gut aus. Keine Warteschlangen, keine Tode. Der Ruf ist relativ okay. Hier haben wir das Protokoll. Hier haben wir die Patienten. Gut. So. Gehen wir mal auf Einstellen. Beziehungsweise, das sind die Leute, die wir einstellen könnten. Es gibt immer wieder neue Bewerbungen. Wo haben wir die Übersicht von unserem Personal? Wo war das denn nochmal? Da wollen wir auch nochmal schauen. Kredite könnten wir nehmen. Personal. Da. So, der ist irgendwie ein bisschen unzufrieden. Muss auf Klo und durstig. Ein Herzensbrecher. Ich würde sagen, dass wir den so ein bisschen... Also ein bisschen hier den Lohn erhöhen. Ja, es ist... Komm. Plupp. Vielleicht ist er da ein bisschen zufriedener. Ansonsten Archie Beast, der ist auch noch soweit okay. Das passt soweit. Ich hoffe, der ist ein bisschen glücklicher. Schon gewusst, was? Bewege deine Maus über ein Zimmer, um anzuzeigen, welche Warteschlange sich der Patient befindet. Aha. Schön. Kann ich das jetzt anzeigen lassen? Über ein Zimmer. Ach, da eins. Ah, okay. Das heißt, wir gehen hier einfach über Zimmer und sehen wir, wer hier wartet. Irgendwie so. Okay. Wir könnten ja jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben hier, weil wir machen echt noch ordentlich... Der Rubel rollt. Also ein paar Sachen freischalten hier. Guck mal, wir könnten violette Bänke frei... Oh, ein Energy-Automat. Das heißt, wir könnten hier beispielsweise hier noch so ein Getränkeautomat hinbauen. Luxusautomaten-Snack. Oha. Aber kostet 200.000, ey. Das ist natürlich eine Mülltonne. Ein Desinfektionsspender. Was haben wir noch hier für Sachen? Eine Sonnenblume. Eine Yucca-Palme. Guck mal. Die könnten wir doch mal freischalten hier. Okay, ja. Ach, hier. Mit den Dingern kann ich das freischalten. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Machen wir mal hier so eine Yucca-Palme hin. Zack. Jetzt habe ich das verstanden hier. Hör mal. Da könnten wir ja hier... Wartet mal. 150 habe ich noch, ne? Ah, jetzt verstehe ich das. So, da könnten wir ja hier so eine silberne Bank... freischalten. So, die können wir hier bauen. So, dann können wir das nochmal drehen hier. Wie geht das nochmal drehen? War, nein. Ach ja. Das heißt, wir machen jetzt hier mal hier so einen kleinen Wartebereich. Noch hier so ein bisschen. Hallo? Kleinen Wartebereich. Da können wir noch so eine Yucca-Palme hinbauen. Trinkbrunnen können wir auch noch machen. Geile Scheiße. Zeitschriftenständer. Oder ist die Yucca-Palme? Die könnten wir ja hier so platzieren. Guck mal. Die Bestenliste mit Freunde vergleichen kann man sich. Okay. So, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, hier könnten wir. Hier haben wir so einen schönen Wartebereich. Der Assistent ist nicht da. Hallo, wo ist der Assistent? Hallo? Wo ist Nain? Wo ist meine Assistentin? Oha! Jetzt aber hier. Wo ist denn da hin? Bist du auf dem Pott oder was? Jetzt mal ein bisschen fixer da. Jeffrey Fenton.
Oha. Jetzt aber fix die Hände waschen und ab an den Job, Mann. Ich glaube, ich spinne hier. Kannst du nicht während der Arbeit auf die Toilette gehen, nur. Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen, nur. Jetzt aber fix hier. Ja, geht gleich los hier. Was haben die hier? Oha. Was ist das denn? Was ist denn hier noch? Helles Köpfchen. Oh, ein Notfall. Es gab hier vor Ort einen Ausbruch von Helles Köpfchen. Einige der Betroffenen haben durch eine Reihe von Leuchtsignalen erklären können, dass sie behandelt werden möchten. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, bringt uns eine Belohnung. Oha. Heile 7 Patienten mit Helles Köpfchen. Jo, da machen wir. So, wo ist denn jetzt der... Ey, Kollege, jetzt geh mal schnell an den Job. Oh, die Warteschlange. Oh, verdammt. Du machst jetzt keine Pause, oder? Schnell Personal einstellen. Ich brauche, was? Schnell, einstellen. Assistenten. Olivia Strudel. Ach, komm. Zack, komm. Geh hin da. So, Olivia Strudel. Was kann die überhaupt? Oha, Kundenbetreuung 2, 3. Oh, perfekte Kundenbetreuung. Sehr gut. Oh, 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 Notfall, Notfall. Jetzt geht's ab hier. Oh, 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 oh. So, Leute. 7 Leute, die warten jetzt. Die haben noch so einen schönen Bereich hier gebaut. Jetzt muss aber losgehen hier. Helles Köpfchen. So. Kriegen wir den Fick mal hin. Oha, da kommt der Notfall. Oh, kommt schon wieder einer. Oh, und noch ein helles Köpfchen. Teresa Lucola, VIP. So. Byron Muffin. VIP-Patienten. Catherine Dangle. Jetzt geht's ab hier. So, nächste. Please drive home safely and soon. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier genug Leute als Personal. Oha. Vielleicht sollen wir noch einen zweiten Dingens einstellen hier. Toilette. Können wir was Neues bauen? Irgendwie gerade nicht, aber auf jeden Fall geht es hier gerade ordentlich ab. Warteschlange. Hier ist gerade keine Warteschlange. Hier haben wir insgesamt, oh ja, guck mal, 5 Leute. Wir haben schon 2 geheilt. Der Notfall. Oha. Auf jeden Fall geht es hier ordentlich ab. Machen wir mal einen Screen hier. Zack. Wir machen gleich nochmal einen Screen hier bei dem guten Mann, damit wir da auch... Ganz viele Leute kommen hier gerade rein. Oha. Ja, wir haben schon 2 geheilt. Jetzt kommt der dritte. Es geht relativ fix. Hier haben wir auch noch so einen kleinen Wartebereich. Hier haben wir eine gute Diagnose. Das ist ein Allgemeinmediziner. Was ist denn hier los? Ach, der macht Pause. Mhm. Wartezimmer, okay. Was können wir denn noch für Objekte platzieren? Oh, Puster haben wir hier noch. Guck mal hier. Aha. Strandgemälde, Auszeichnungen, eine Uhr und ein Stuhl. Oh, guck mal, ein Telefon. Das wäre doch auch noch was. Man sagt hier, okay, man kann hier noch ein bisschen telefonieren. Das können wir auch nochmal freischalten. Jo. Das heißt, wir könnten jetzt hier so ein Telefon hinbauen. Und da vielleicht auch nochmal eins. So, da können die Leute auch da nach Hause telefonieren. So, man kann echt viele tolle Sachen bauen hier, ne? Kann ich schon diese... Einmal Objekte, Zimmer... Hier gibt es doch bestimmt auch noch... Guck mal, eine Klimaanlage. Wir haben noch 55 frei. Eine kleine Klimaanlage. Ein Süßigkeitenspender, Zeitschriftenständer, den können wir noch freischalten. Das heißt, da könnten wir uns noch hier so ein bisschen ein paar Zeitschriften gönnen für die Leute. Fupp. Da haben die ein bisschen was zu lesen. So, jetzt müssen wir jetzt wieder Sachen freischalten. So, was macht unser Auftrag? 4 haben wir geheilt, 3 im Gange. Ah, das, denke mal, das schaffen wir locker. Guck mal, jetzt kommen auch die anderen Aufträge hier. Wie sieht's hier aus? Liste der Objekte bestimmt Zimmer anzeigen, wenn du auf dem Boden des Zimmers klickst. Ah. Aha. Bearbeiten, guck mal. Bins will become full. Objekte? Ach, guck mal. Poster der Erleuchtung. Da können wir nochmal hier was
dementsprechend das einbauen. Das ist ja toll. Das heißt, da können wir dann nochmal unsere dementsprechenden... Das könnte man hier reinpacken. Bearbeiten Objekte. Hier können wir noch eine Yucca-Palme reinbauen. Ein Poster der Erleuchtung. Ja, nicht schlecht, ey. So. Das heißt, unser Stufe 5 sind wir schon. Okay. Oh, der Arzt... Du machst jetzt keine Pause, oder? Kollege. Pause ist passé, Digga. Du kannst direkt wieder arbeiten hier. Wir müssen den Auftrag erfüllen. Oh, Mann. Komm, gib Gas hier. Oh, das wird knapp, ey. Ich dachte, das kriegen wir so einfach hin, aber... Und zwei Stück noch. Und dann haben wir, glaube ich, alle geschafft, ne? Ja, die Notfälle. Okay. Na komm. Gib das hier. Oh, oha. Komm, jetzt kommt der rein hier. Jetzt aber fix. Komm. Sieben Stück. Geh rein da. Komm. Muss doch irgendwie klappen. Oha, das wird echt knapp, ey. Das wird knapp. Jetzt setz dich da hin. Komm, schnell. Oh Mann. Das wird echt knapp. Oh. Haben wir geschafft? Wir haben eine E-Mail bekommen. Sondermeldung. 6 von 7. Oh nein. Ah nee, der Gruppe geheilt. Herausforderung, heil 7% des Köpfchen. Ah, toll. Was soll's wir kriegen? Trotzdem? Ach ja, den hat er vielleicht schon mitgezählt. So, gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt 50 Patienten geheilt. Mit jedem geheilten Patienten erhöht sich der Ruf. Das sieht sehr gut aus. 200.000 haben wir erledigt und dann die Krankenhausstufe 6 erreichen wir bald. Wenn noch mehr Patienten einziehen. Okay. Wie sieht's hier aus? Bettengesicht? Das ist eher ruhig, ne? So, da kann man sich noch so Zeitung gönnen. Defenden. So. Weiter geht's. Die ist da. Okay. Schwester Hildegard. Nurse, please go to the pharmacy. So, was macht der Bettengesicht hier? Ziele. Können wir ein- und ausblenden? Okay. Hier haben wir so Telefone noch. So einen kleinen Sitzbereich. Da sitzt aber irgendwie gar keiner. Jetzt sollten wir nochmal hier irgendwie sowas hinbauen. Mal gucken. Boah, die Abfertigung reicht noch soweit hier. Und der Fenton macht hier echt eine ruhige Kugel. Wir machen immer noch genug Einnahmen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Mal kurz einen Schluck trinken. So. Ja. 19.000 Gewinn. Verdient echt relativ schnell Geld hier, ne? Und so Warteschlangen haben wir eigentlich auch nicht. Aufheben, Mobilen links. Okay, so mal ein paar Tipps. Posteingang. Gut, da ist nichts drin. So, aber Zimmer können wir noch nichts Neues bauen. Ne? Erleuchtungsklinik haben wir, Toiletten. Vielleicht noch mal ein paar weitere Toiletten bauen. Wobei, ich weiß nicht, was wir jetzt hier noch freischalten müssen. Die Patienten heilen wir auf jeden Fall. Wir haben einen schönen Pausenraum. Was können wir denn da noch bauen? Objekte. Getränkeautomat. Vielleicht noch ein Telefon. Oh, guck mal, eine Datscha. Ah, so viel haben wir nicht frei. Wir haben gar nichts mehr freischalten, ne? Schade eigentlich. Wir könnten jetzt hier noch... Oh, guck mal. Ein Sehtestposter. Das ist ja schön. Fupp. Das können wir ja bei dem anderen Allgemeinmediziner mal bauen hier. Wieso hat der eigentlich nichts zu tun hier, der Typ? Medizinstudent. Du machst keine Pause, Kollege. So, Yucca-Palm können wir auch noch platzieren, oder?
Boxsack, ein Trainingsgerüst, Dartscheibe, eine Yucca-Palme. Da können wir auch noch so ein bisschen was Grünes bauen. Gucken wir mal hier noch vielleicht noch ein bisschen was. Nee, das passt nicht mehr hin. Dass man sagt, wir bauen vielleicht jetzt hier so noch so ein. Nein. Looks like the healthcare branch of the Holistics Company, known to some as Hemp, is in trouble again. Apparently, Elixir, your latest product, which claims to cure all ills, isn't like nothing but pine-scented prune juice. Da haben wir noch einen Snackautomaten. Sessel können wir noch platzieren. Spinnt. Jetzt sind wir im Pausenzimmer. Und. Oh, ein konkurrierendes Krankenhaus von Dragon Master hat einen Wert von Heilungsrate von 92%. Unser liegt aktuell bei nur 89. Oha. Oha. Das sind jetzt die Herausforderungen, die jetzt reinploppen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Gas geben hier, ne? Dass wir den auf jeden Fall noch erholen. Erholen, ja. Einholen. Ob wir das schaffen werden und wie es hier weitergeht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Hausmeister Krause ist auf jeden Fall hier gut am Start. Ne? Die Birnen werden ausgetauscht. Hier ist es relativ ruhig. Weil der hat auch ein entspanntes Leben. Hier wird fleißig gemixt. Und wir haben fast die Stufe 6 erreicht. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, sag mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.